Wenn es um die Erdgeschichte geht, sind wir meistens gewohnt, von Hunderten von Millionen Jahren zu hören. Aber eine Gruppe von Wissenschaftlern, welche die Schöpfungstheorie vertreten, kommt zu ganz anderen Ergebnissen. Die Millionen Jahre fehlen einfach. Woher weiß man, dass die ersten Dinosaurier vor 228 Millionen Jahren existierten und dass sie vor 65 Millionen Jahren zugrunde gegangen sind? Das behauptet nämlich Michael Benten in der bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift Science vom 7. Mai 1993. Warum gibt es Sagen von Drachen? Und warum spricht man immer wieder vom Ungeheuer im Loch Ness? Haben Menschen vielleicht doch zur selben Zeit gelebt wie die Dinos? Wie kann man eine Zeit von 65 Millionen Jahren messen, wenn es gar keine Uhr dafür gibt? Wir wollen diese Frage von zwei Seiten her beantworten. Zuerst, worauf stützt sich die Wissenschaft? Und dann Hinweise, die aus der Bibel stammen. Wir überlassen es Ihnen, den einen oder anderen Standpunkt zu wählen und so Ihre persönliche Meinung zu bilden. Die Wissenschaft ist ein menschliches Unternehmen, das wissenschaftliche Methoden verwendet, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Eine der berühmtesten wissenschaftlichen Methoden ist das Experiment, das man wiederholen kann. Dadurch ist es möglich, die Erkenntnisse, die andere gewonnen haben, zu prüfen. Um herauszufinden, ob die Dinosaurier vor 100 Millionen Jahren wirklich lebten, müssten wir uns Experimente ausdenken, die imstande sind, die Millionen Jahre entweder zu bestätigen oder zu verwerfen. Weil viele Millionen Jahre nicht gemessen werden können, müssten wir aufgrund von Veränderungen, die im Laufe der Zeit auf der Erdoberfläche entstanden sind, die Zeit abschätzen. Wie wir in diesem Schema sehen, ist wissenschaftliche Arbeit ein Lernprozess. Jede wissenschaftliche Erkenntnis muss mit neuen Experimenten überprüft werden, um zu sehen, ob die Behauptung falsch oder wahr ist. Wie wir aus der Geschichte wissen, können Wissenschaftler und ihre Methoden gefärbt sein von den Wertvorstellungen der Öffentlichkeit. Dadurch werden zuweilen auch die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen beeinflusst. Das wird besonders deutlich bei der Interpretation von unserem Ursprung und der Entstehung des Universums. Ganz anders ist der biblische Standpunkt. Die Bibel beansprucht eine besondere Autorität, wenn sie über den Ursprung der Dinge spricht. Die Darstellungen der Bibel sind nicht von menschlichen Interpretationen geprägt, sondern sind göttlicher Natur. Sie sind im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Tausende von Jahren unverändert geblieben. Die Bibel berichtet davon, dass Gott die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen hat. Die Bibel stellt eine Quelle von Wissen dar, welche während fast 2000 Jahren weder durch Philosophie noch durch politische Mächte beeinflusst worden ist. Freilich beantwortet die Bibel nicht alle unsere Fragen zum Ursprung der Dinge, das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht stimmt. Anhand der folgenden zwei Beispiele wollen wir nun sehen, wie man vorgehen kann, um die Millionen Jahre wissenschaftlich zu überprüfen. Der Vierwaldstätter See liegt im Zentrum der Schweiz unter Alpen. Er ist teilweise von Bergen umgeben, die bis zu 2000 Meter hoch sind. Sein wichtigster Zufluss ist die Reuss. Sie schwemmt ständig Kies und Sand in den See hinein. Nach einer gewissen Zeit wird er daher aufgefüllt sein. Man hat die Menge von Sand und Geschiebe gemessen, die pro Jahr hineingeschwemmt wird. Aus der Größe und Tiefe des Sees lässt sich berechnen, wie groß sein Fassungsvermögen ist. Dividiert man das Fassungsvermögen des Sees durch die jährliche Materialzufuhr, so erhält man den Zeitraum, in dem der See mit Kies, Sand und Schlamm aufgefüllt sein wird. Aufgrund dieser Berechnung wird der See nach mindestens 4000 Jahren und höchstens 10.000 Jahren ausgefüllt. Wenn dieser See so schnell aufgefüllt wird, muss man sich fragen, warum er immer noch besteht.
Es könnte bedeuten, dass er weniger als 10.000 Jahre alt ist. Kakelz hat eine Dissertation über die geologische und sedimentologische Entwicklung von Seen aus der Zentralschweiz verfasst, wo sich auch dieser befindet. Er schreibt auf Seite 131, dass das Alter der Ablagerungen an der tiefsten Stelle des Seegrundes 25.600 Jahre sei. In dieser Zeit wäre aber der See schon längst aufgefüllt worden. Wind, Regen, Schnee und wiederholtes Einfrieren und Auftauen verursachen ein langsames Abtragen der Berggipfel. Das zerkleinerte Material wird in die Täler befördert und füllt sie langsam aus. Die Lind ist ein Fluss in der Ostschweiz. Sie fließt in den Walensee. Wir wissen, wie viel Material dieser Fluss jährlich aus seinem Einzugsgebiet in den Walensee transportiert. Es sind 135.000 Kubikmeter pro Jahr. Das Einzugsgebiet der Lind beträgt etwa 660 Quadratkilometer. Daraus lässt sich eine jährliche Abtragung der Berge von 0,2 mm berechnen, bezogen auf die gesamte Fläche des Einzugsgebietes. Nimmt man an, dass dieser Prozess immer so läuft, ergibt sich in 5 Millionen Jahren eine vollständige Ausebnung der Berge. Nun haben aber andere Messungen ergeben, dass die Berge in diesem Teil der Alpen jedes Jahr um etwa einen Millimeter angehoben werden. Das ergibt in 10 Millionen Jahren 10.000 Meter. Wenn wir die vorher berechnete Abtragung von der Erhebung abziehen, so müssten diese Berge in 10 Millionen Jahren jeweils um etwa 8.000 Meter höher werden. Weil das offensichtlich nicht der Fall ist, können die Berge nicht mehrere Millionen Jahre alt sein. Die meisten Wissenschaftler meinen, die Erde sei etwa 5 Milliarden Jahre alt. Sie glauben, dass die ältesten Ablagerungen auf der Erdoberfläche vor etwa 600 Millionen Jahren abgesetzt wurden. Man versucht, dieses hohe Alter folgendermaßen zu begründen. Die jährliche Menge der Ablagerung von Schlamm auf dem Meeresgrund wurde gemessen. Aus der Mächtigkeit der abgelagerten Schichtpakete kann man dann die Zeitdauer berechnen, die zu ihrer Bildung nötig war. Man nimmt an, dass in der Vergangenheit dieselben Verhältnisse herrschten wie heute in der Gegenwart. Bei aufmerksamer Betrachtung der abgelagerten Schichten bemerkt man aber, dass die Vergangenheit nicht durch kontinuierlichen Ablauf der Ablagerung gekennzeichnet ist, sondern durch Katastrophen. Wir sehen hier einige neu abgelagerten Schichten. Nach wenigen Regengüssen oder Gewittern entstehen Erosionseinschnitte. Das abfließende Wasser gräbt zuerst kleine Täler in die Oberfläche, die sich bei jedem Regen wieder vergrößern. Spätere Überschwemmungen tragen neues Material heran und füllen die Täler damit aus. Die wieder aufgefüllten Einschnitte sind gut sichtbar, weil das Material im Einschnitt nicht dasselbe ist wie in der Unterlage. Beobachtet man die Gesteinsschichten genauer, so stellt man fest, dass die wieder aufgefüllten Einschnitte praktisch überall fehlen. Das beweist, dass diese Schichten sehr schnell, also in wenigen Monaten oder Jahren, abgesetzt wurden. Sie sind das Ergebnis einer oder mehreren riesigen Katastrophen, nämlich der großen Flut und der Nachflutereignisse. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Grand Canyon in den Vereinigten Staaten. In den vielen Schichten sind keine aufgefüllten Einschnitte erkennbar. Diese Ablagerungen müssen daher so schnell entstanden sein, dass keine Zeit zur Bildung von Einschnitten da war. Wenn die Ablagerungsprozesse Hunderttausende oder sogar Millionen Jahre gedauert hätten, wäre genug Zeit vorhanden gewesen, um Einschnitte zu bilden. Wenn man annimmt, dass die heutige Erdoberfläche in den letzten 50.000 Jahren gestaltet wurde,
dann müssten die davorliegenden 500 Millionen Jahre das 10.000-fache an Erosionsspuren in den Sedimenten hinterlassen haben. Doch davon ist nichts zu sehen. Also fehlen die 500 Millionen Jahre. Um Zeit zu messen, braucht man eine Uhr. Leider misst man mit einer Sanduhr nur eine begrenzte Zeitspanne. Um Millionen Jahre zu messen, brauchen wir also eine Uhr, die während Millionen von Jahren immer gleich tickt. Aus dem radiometrischen Gebiet möchten wir zwei solche Uhren erwähnen, die Kalium-Argon-Uhr und die Radiokarbon-Uhr. In einigen Gesteinen gibt es radioaktive Stoffe. Man nennt sie auch radioaktive Isotope, die sehr langsam zerfallen. Weil man die Zerfallsgeschwindigkeit kennt und die Zerfallsprodukte messen kann, kann man damit das Alter des Gesteins berechnen. Erstens, die Kalium-Argon-Uhr. Das Isotop Kalium-40, das im Gestein enthalten sein kann, zerfällt zum Edelgas Argon-40. Da die Hälfte des Kalium-40 infolge des radioaktiven Zerfalls nach 1,31 Milliarden Jahren in Argon umgewandelt wird, können sehr lange Zeitspannen gemessen werden. Man misst, wie viel Argon-40 das Gestein enthält und berechnet daraus die verlaufene Zeit. Das ist eine radiometrische Uhr. Im Verlauf der langen Zeit könnte ein Teil des Argon-40 von unten ins obere Gestein eingedrungen sein. Denn Argon ist ein sehr bewegliches Gas. Zusätzlich vorhandenes Argon-40 ergibt dann ein zu hohes Alter. Der Messung mit radiometrischen Uhren liegen einige Annahmen zugrunde, welche das Resultat entscheidend beeinflussen. Beispielsweise wird konstante Zerfallsgeschwindigkeit vorausgesetzt. Weil die Geschwindigkeit des Zerfalls vor Tausenden von Jahren nicht messbar ist, besteht die Möglichkeit, dass man falsch rechnet. Zweitens, die Radiokarbonuhr. Die Radiokarbonuhr nimmt eine Sonderstellung ein, denn sie wird bei Messungen in einem Bereich von 0 bis etwa 70.000 Jahren angewendet. Mit ihrer Hilfe ist es daher möglich, das Alter von ausgegrabenen menschlichen Überresten aus geschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit zu bestimmen. Hier wird vorausgesetzt, dass in der höheren Atmosphäre durch eine konstante Einwirkung der kosmischen Strahlung radioaktiver Kohlenstoff entsteht. Dieser verbindet sich mit Sauerstoff zu radioaktivem Kohlendioxid und vermischt sich mit dem normalen Kohlendioxid der Luft. Die Pflanzen nehmen daher einen geringen Anteil des radioaktiven Kohlenstoffs auf. Über die Pflanzen gelangt der radioaktive Anteil in alle Lebewesen hinein. Sobald ein Lebewesen stirbt, wird kein radioaktiver Kohlenstoff mehr aufgenommen. Der noch im Lebewesen vorhandene radioaktive Anteil zerfällt in 5730 Jahren auf die Hälfte. Man kann nun durch das Messen der Radioaktivität in den Überresten eines Lebewesens, zum Beispiel in den Knochen oder in den Pflanzenresten, herausfinden, wie alt diese sind. Man nennt dies die C14-Methode oder auch Radiokarbonuhr. Diese Altersbestimmung ist aber nur dann richtig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. A. Während der vergangenen 70.000 Jahre müsste der Anteil von radioaktivem Kohlenstoff in der Luft konstant geblieben sein. B. Die Zerfallsgeschwindigkeit müsste konstant geblieben sein. C. Der Anteil der kosmischen Strahlung, der zur Bildung von radioaktivem Kohlenstoff führt, dürfte sich nicht verändert haben. D. Zwischen der Bildung von radioaktivem Kohlenstoff und dessen Zerfall müsste ein Gleichgewicht bestehen. Da das Magnetfeld der Erde nicht konstant bleibt, verändert sich auch die kosmische Strahlung, die den radioaktiven Kohlenstoff bildet. Daher sind die Voraussetzungen A, C und D sicher nicht erfüllt. Trotzdem ist die C14-Methode im Bereich von einigen tausend Jahren recht gut.
Was darüber hinausgeht, muss mit einem Korrekturfaktor versehen werden. In Meggenwil, einer kleinen Ortschaft im schweizerischen Mittelland, wurden in einem Sandstein fossile Meeresmuscheln gefunden. Im selben Sandstein gibt es unmittelbar neben den Muscheln auch eingeschlossene verkohlte Holzstücke. Die Meeresmuscheln sind ein Beweis dafür, dass in dieser Gegend einmal ein Meer gewesen sein muss. Das Holz wurde wahrscheinlich durch einen großen Sturm in dieses Meer hineingeschwemmt und anschließend zusammen mit den Muscheln durch kalkhaltigen Sand verschüttet. Aufgrund der geologischen Schichten, in denen dieser Fund liegt, geben die Fachleute dafür ein Alter von etwa 20 Millionen Jahren an. Die Universität Bern in der Schweiz hat Holzteile aus demselben Fund mit Hilfe der Radiokarbonmethode datiert. Aufgrund dieser Messung wurde ein Alter von 36.440 Jahren berechnet. Dieser Wert widerspricht der Angabe von 20 Millionen Jahren, welche als Alter der dortigen Schichten angegeben wird. Er übersteigt aber auch das Alter, das die Vertreter der Schöpfungstheorie annehmen. Die einen oder die anderen Werte müssen korrigiert werden. Weitere Forschungen sind daher nötig, um zu den richtigen Altersangaben zu kommen. Im Nachschlagewerk Der neue Brockhaus steht, dass für die Bildung von Kohle viel Zeit benötigt wird. Für Braunkohle gibt man einige 10.000 Jahre an und für Steinkohle sogar einige Millionen Jahre. Solche immensen Zeiträume können mit Hilfe von Uran überprüft werden. Uran zerfällt in Blei. Während diesem Zerfall werden mehrere Zwischenstufen durchlaufen. Jede Zwischenstufe läuft mit einer charakteristischen Zeit ab, die man Halbwertzeit nennt. Halbwertzeit ist die Zeit, in der die Hälfte der Atome eines radioaktiven Isotops zerfallen sind. Uran-238 hat eine Halbwertzeit von 4,51 Milliarden Jahren, zerfällt also sehr langsam. Alle nachfolgenden Stufen zerfallen viel rascher, zum Beispiel Polonium-218 in 3 Minuten und Polonium-210 in 138 Tagen. Robert Gentry, ein Wissenschaftler, der sich mit dem Alter der Erde befasst hat, fand auf dem Colorado-Plateau in den Vereinigten Staaten verkohltes Holz, das sogenannte Strahlungshöfe aufweist. Die Strahlungshöfe entstehen beim radioaktiven Zerfall von Polonium. Da die Strahlungshöfe nicht größer als ein Zehntelsmillimeter sind, findet man sie nur mit Hilfe eines Mikroskops. Gentry hat sie fotografiert und dabei entdeckt, dass sie nicht wie erwartet immer rund sind, sondern auch elliptisch sein können. Das bedeutet, dass die Verkohlung erst nach dem Zerfall des Poloniums abgelaufen ist. Denn nur dann konnte der anfänglich runde Strahlungshof durch das Zusammenpressen des Holzes zu einer Ellipse verformt werden. Es gibt nicht nur elliptische Strahlungshöfe dieser Art in der Kohle, sondern auch solche mit zwei verschiedenen, ineinander liegenden Ellipsen. Das heißt, dass die Bildung der Kohle parallel mit dem Zerfall des Poloniums verlief. Der äußere Hof entsteht durch den Zerfall von Polonium-218, das eine Halbwertzeit von 3 Minuten hat, und der innere Hof beim Zerfall von Polonium-210, dessen Halbwertzeit 138 Tage beträgt. Die Summe aller Halbwertzeiten, die in den Zwischenstufen liegen, beträgt 22 Jahre. Also kann der Zeitraum, während der diese Kohle gebildet wurde, bestenfalls 200 Jahre betragen. Das steht im krassen Widerspruch zu den Zehntausenden von Jahren für Braunkohle und etlichen Millionen Jahre für die Steinkohlebildung. Die meisten Geologen glauben, dass viele Millionen Jahre nötig waren, um all die Gesteinsschichten abzulagern, die wir auf der Erdoberfläche finden. Um das Alter der Schichten abschätzen zu können, haben sie gemessen, wie lange es dauert, bis ein Meter des Materials abgelagert ist. Um das Alter der Schichten abschätzen zu können, haben sie gemessen,
wie lange es dauert, bis ein Meter des Materials abgelagert ist. An bestimmten Stellen im Meer wird zum Beispiel von kalkbildenden Organismen Kalk abgelagert. Dort hat man gemessen, dass es 20.000 Jahre dauert, um eine Kalkschicht von einem Meter Dicke abzusetzen. Je nach der Menge von gelösten oder festen Stoffen im Wasser und je nach der Geschwindigkeit des Wassers kann es aber wesentlich schneller gehen. Meterdicke Gesteinsbänke können bei großer Wassergeschwindigkeit und bei genügend Nachschub schon innerhalb von wenigen Stunden abgelagert werden. Entgegen der allgemein verbreiteten Anschauung sind hohe Ablagerungsgeschwindigkeiten in vielen Schichtfolgen der Erdoberfläche die Regel und nicht die Ausnahme. Das fließende Wasser sortiert die abgelagerten Sandkörner nach Korngrößen. Gröberes Material kann nur in schnell bewegtem Wasser transportiert werden. Schichten, die Sand oder gröbere Teile enthalten, sind daher schnell entstanden. Man spricht von Katastrophismus, weil viel bewegtes Wasser vor allem bei Katastrophen vorkommt. Einen weiteren Beweis für schnelle Ablagerung bilden die polystraten Stämme. Das sind Baumstämme, die durch mehrere Schichten hindurchgehen. Wären diese Schichten langsam, also innerhalb von vielen tausend Jahren abgesetzt worden, so wären diese Baumstämme längst verfault und zerfallen, bevor sie vollständig eingebettet werden konnten. Die Schichten, die Kohleflöze enthalten, wo sich auch polystrate Stämme befinden, werden von der Schulgeologie auf 60 bis 80 Millionen Jahre alt geschätzt, was nicht möglich ist. Das sind Beispiele aus der toten Natur. Wie sieht es aber bei den Lebewesen aus? Gibt es da auch Hinweise für fehlende Jahrmillionen? Die Geschichte der Lebewesen ist in den versteinerten Tieren und Pflanzen, also in den Fossilien, ablesbar. Daher sind die Fossilfunde von großer Bedeutung. Nur Spezialisten können die Fossiliengeschichte lesen. Weil sie Menschen sind, können sie von politischen oder weltanschaulichen Ansichten beeinflusst werden. Das Vorhandensein der Fossilien ist eine Tatsache. Was sie jedoch bedeuten und wie sie entstanden sind, ist bereits Interpretation. Daher ist es sehr wichtig zu erkennen, wo die Tatsachen enden und wo die Interpretation beginnen. Beispiele von Tatsachen. Die Fossilien findet man in verschiedenen Gesteinsschichten der Erde. Man nennt sie auch geologische Formationen. Die untersten Schichten sind zuerst abgelagert worden. Die Geschichte der Lebewesen beginnt in den untersten Schichten. Wir überlegen uns Folgendes. Wenn eine langsame Entwicklung stattgefunden hat, dann müssten Zwischenformen gefunden werden, welche die Entwicklung von einer Art zur nächst höheren zeigen. Verfolgt man die verschiedenen Arten in den aufsteigenden geologischen Formationen, so kann man nur geringe Veränderungen oder plötzliche Sprünge feststellen. Man findet keine fließenden Übergänge von einer Art zur anderen. Jede neue Art ist unvermittelt und fertig da. Und nun die Interpretation im Schöpfungsmodell. Die verschiedenen Arten stammen wegen der fehlenden Zwischenformen nicht voneinander ab, sondern waren von Anfang an vorhanden. Weil die verschiedenen Schichten sehr rasch nacheinander abgelagert wurden, bilden die Fossilien nur eine Momentanaufnahme des damaligen Zustandes. Die Zeit, die benötigt wurde, um die verschiedenen Schichten abzulagern, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Geschichte, die wir daraus lesen. Leider ist es nicht möglich, die Zeit direkt nachzumessen. Messungen der radiometrischen Uhren, die mehr als 2000 Jahre zurückliegen, ergeben keine zuverlässigen Resultate. Schöpfungsmodell oder Schöpfungstheorie nennt man die Vorstellung, dass die Erde und das Universum vor weniger als 10.000 Jahren geschaffen wurden
und sich nicht irgendwie entwickelt haben. Heute entstehen normalerweise keine Fossilien mehr. Um dies nachzuprüfen, wurde folgendes Experiment gemacht. Ein Hühnerknochen wurde zusammen mit einer Vogelfeder etwa 5 cm tief im Garten vergraben. Damit man sie später wiederfinden konnte, wurde ein schmaler Streifen Aluminiumfolie darum gelegt. Nach 6 Monaten wurde wieder aufgegraben, um zu sehen, was geschehen war. Die Vogelfeder war verschwunden, also vollständig von den Bodenlebewesen aufgefressen oder aufgelöst. Der Knochen war zum größten Teil zerfallen und nur noch geringe Resten waren innerhalb der Aluminiumfolie sichtbar. Nach weiteren 6 Monaten schaute man nach, was noch vorhanden war und fand nur noch die Aluminiumfolie. Dieses Experiment kann jedermann wiederholen und sich selbst davon überzeugen, dass heute unter normalen Umständen keine Fossilien entstehen. Fossilien bilden sich nur bei Katastrophen, und zwar nur dann, wenn die Tiere oder Pflanzen vollständig und schnell vom Zutritt von Luft, Wasser und Erde abgeschlossen werden. Sie dürfen nicht mit Mikroorganismen in Verbindung kommen, die den Zerfall beschleunigen. Funde von Fischfossilien zeigen, dass ihre Einbettung sehr schnell mit Kalkschlamm erfolgte. Denn ein toter Fisch zerfällt innerhalb von wenigen Wochen. Seine Weichteile können dann nicht mehr versteinern. Im Nachschlagewerk Brockhaus vom Jahre 1988 steht unter dem Stichwort Fossilisation unter anderem: Voraussetzung für die Versteinerung ist die schnelle Einbettung abgestorbener Lebewesen in tonige, sandige oder andere Ablagerungen, so dass sie nicht verwesen, gefressen oder zerstört werden. Nur Lebewesen, die sehr rasch eingebettet werden, können zu Fossilien werden, sonst werden sie von Bakterien oder Aasfressern gefressen. Das Material, in welches das Lebewesen eingebettet wird, muss zudem geeignete Mineralien enthalten, damit anschließend eine Versteinerung eintreten kann. Es gibt auch sogenannte lebende Fossilien. Man nennt sie so, weil sie einerseits in tiefer liegenden Schichten als Fossilien gefunden werden, aber zugleich noch lebend existieren. Zum Beispiel findet man das Krokodil oder die Riesenschildkröte auch als Versteinerung. Ihre Nachkommen leben in nur wenig veränderter Form. Ein besonderes Beispiel ist der Fisch Latimeria. Er wurde in Schichten gefunden, denen man ein Alter von 280 Millionen Jahren zuschreibt. In den darüberliegenden Schichten aber fehlt er, trotzdem er heute noch lebend existiert. Wenn wir in den tiefer liegenden Schichten eine bestimmte Pflanzen- oder Tierart nicht als Fossil antreffen, könnte diese demzufolge trotzdem schon damals gelebt haben. Wir sehen hier einen fossilen Fisch mit dem lateinischen Namen Leptolepis spratiformis. Dieser Fisch ist sehr schnell im lebenden Zustand in Kalkschlamm eingebettet worden. Ein toter Fisch streckt sich normalerweise immer und krümmt sich nicht wie dieser. Der Fisch hat sich gegen das Eingeschlossenwerden mit der typischen Krümmung des Körpers gewehrt. Dabei ist er so schnell zusammengepresst worden, dass er sich nicht mehr gerade richten konnte. Seine Weichteile sind versteinert. Sie konnten nicht verwesen, sonst wäre nur noch das Skelett vorhanden. Der Fisch liegt in einem Kalkstein, der gemäß der Angaben der Geologen vor etwa 140 Millionen Jahren sehr langsam abgelagert worden sei. Aber dieses Fossil konnte nur als Folge einer Katastrophe entstehen. Die meisten Schlösser und Burgen, die während der Ritterzeit gebaut wurden, sind heute entweder Ruinen oder ganz verschwunden. Die meisten Tier- und Pflanzenarten, die es gegeben hat, sind heute ausgestorben. Das sieht man an den Fossilfunden.
Unsere Erbfaktoren werden im Laufe der Jahrhunderte nicht besser, sondern immer schlechter. Die Erbkrankheiten nehmen zu. Die Alpen werden durch den Einfluss des Wetters und durch Erdbeben abgetragen, sodass sie eines Tages flache Hügel sein werden. Alle diese Vorgänge kann man auf ein einziges Naturgesetz zurückführen, auf die Entropie. Die Entropie ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Entropie bedeutet Ausgleich, Vermischung. Zum Beispiel stellt man ein Gefäß mit heißem Wasser in eine Schüssel mit kaltem Wasser, so wandert ein Teil der Wärme, die sich im heißen Wasser befindet, in die Schüssel mit dem kalten Wasser. Nach einigen Stunden ist die Temperatur des Wassers im kleinen Gefäß gleich wie in der Schüssel. Es hat ein Ausgleich der Wärmeenergie stattgefunden. Das Naturgesetz der Entropie sagt auch, dass die Wärmeenergie, die sich in der Schüssel befindet, nicht mehr von selbst in das kleine Gefäß zurückkehrt. Wenn man das Wasser im kleinen Gefäß wieder erwärmen will, muss man dazu eine neue Wärmequelle verwenden. Das zerfallene Ritterschloss wird sich nicht wieder von selbst aufbauen. Wenn man die entstandenen Schäden nicht repariert, wird es endgültig zerfallen. Die ausgestorbenen Tiere und Pflanzen werden sich nie wieder selbstständig entwickeln. Im Gegenteil, das Aussterben setzt sich ständig fort. Davon können wir sogar gelegentlich in unseren Zeitungen lesen. Unsere Erbfaktoren können sich nie von selbst verbessern. Nur wenn es mit Hilfe von Genmanipulation gelingen sollte, diese zu verbessern, wäre es möglich. Genmanipulation ist die künstliche Veränderung von Erbfaktoren, an der heute viele Wissenschaftler arbeiten. Das ist aber zugleich eine Bestätigung für die Schöpfungstheorie. Denn Genmanipulation ist nur mit Hilfe von Intelligenz möglich. Die Evolutionstheorie widerspricht somit dem Naturgesetz der Entropie. Denn sie behauptet, dass die außerordentlich komplizierten Strukturen des Lebens von selbst entstanden seien. Was wir hingegen in der Natur beobachten, ist der ständige Zerfall. Alle Lebewesen werden durch komplizierte Moleküle, welche die genetischen Informationen tragen, aufgebaut und regiert. Man nennt diese Moleküle DNS, die Abkürzung für das komplizierte Wort Desoxyribonukleinsäure. Die Frage, die wir uns stellen wollen, ist: Wie kommt die richtige Information in das DNS-Molekül hinein? Die Antwort lautet: durch Vererbung. Bei jeder Teilung der Zelle macht diese von der DNS eine Kopie. Dadurch wird die in der DNS enthaltene Information kopiert. Woher ist aber am Anfang der Erdgeschichte die erste DNS gekommen? Der Evolutionist meint, sie sei zufällig entstanden. Doch durch Zufall kann keine sinnvolle Information entstehen. Weder ein Prozess noch ein Ablauf oder eine Struktur in der materiellen Welt sind bekannt, welche aus unbelebter Materie sinnvolle Informationen erzeugen können. Der Informatikspezialist Professor Werner Gitt lehrt, dass eine Information 5 Ebenen benötigt. Jede einzelne dieser Ebenen hat ihren Ursprung in einer Intelligenz. Nur der Schöpfer und der Mensch verfügen über Intelligenz. Weil sich der Mensch nicht selber erschaffen hat, kann er folglich nur durch den Schöpfer gemacht worden sein. Wenn durch Entwicklung aus einer niederen Art von Lebewesen eine höhere Art entstehen soll, muss für die neue Art auch eine neue kodierte Information hinzukommen. Denn beispielsweise die Säugetiere haben einen ganz anderen Aufbau als die Reptilien und benötigen daher ein doppelt so langes DNS-Molekül. Eine zunehmende Länge der DNS im Laufe einer Entwicklung bedeutet zunehmender Informationsgehalt. Kann dieser durch Zufall entstehen? Eine sinnvolle und vorteilhafte Verlängerung der DNS könnte durch den Aufbau von neuen DNS-Abschnitten entstehen. Diese müssten von Anfang an sinnvoll sein. Zufällige Veränderungen sind fast immer sinnlos,
Es ergeben sich wesentlich mehr negative Auswirkungen als positive. Eine Zunahme von Information ohne Einwirkung von Intelligenz ist noch nie bei den Lebewesen beobachtet worden. Wenn das Leben durch Zufall entstanden wäre, müsste dies entweder durch Experimente oder durch Berechnungen vorgeführt werden können. Die Berechnungen zeigen jedoch, dass der Zufall kein Leben erzeugen kann. Stellen wir uns vor, dass ein sehr begabter Konstrukteur einen Spezialroboter baut, der aus geeigneten Erzen, die der Roboter in der Erde findet, Eisen, Aluminium, Kupfer und Kunststoffe herstellt. Dieses Rohmaterial würde er anschließend zu Roboterteilen verarbeiten. Dann würde er die Roboterteile zu eben solchen Robotern montieren, wie er selbst einer ist. Mit anderen Worten, dieser Spezialroboter wäre imstande, sich selbst zu vervielfältigen. Glauben Sie, dass es möglich ist, einen solchen Spezialroboter zu konstruieren? Wir dürfen annehmen, dass das heute möglich ist. Aber glauben Sie, dass es möglich wäre, dass ein solcher Spezialroboter zufällig entsteht, nämlich dann, wenn man zum Beispiel 15 Milliarden Jahre wartet? Jedermann sieht sofort ein, dass dies völlig unmöglich ist. Doch genau das behaupten die Vertreter der Entwicklungslehre. Denn ein Bakterium ist nichts anderes als ein winzig kleiner Roboter, der sich selbst vervielfältigt. Das Bakterium kann sogar noch viel mehr als ein selbst reproduzierender Roboter. Denn wenn sich seine Umwelt verändert, passt es sich weitgehend an. Ein derart raffiniert eingerichtetes Wesen konnte nicht zufällig entstehen. Nur ein hochintelligenter Schöpfer, wie es uns die Bibel sagt, kann so etwas machen. Man argumentiert oft, dass innerhalb der wenigen tausend Jahre, die seit der Sintflut verflossen sind, unmöglich die heutige Erdbevölkerung entstehen konnte. Berechnet man den Zeitbedarf für die Entstehung von 5,5 Milliarden Menschen, so ergeben sich überraschende Resultate. Wir gehen davon aus, dass die Sintflut etwa im Jahr 3200 vor Christus geschah und rechnen mit einer Zeitdauer von 30 Jahren für eine Generation. Nehmen wir außerdem an, dass von 4 Ehepaaren jeweils eines 3 Kinder hatte und die anderen 2 Kinder. Dann ergeben sich bis zur Gegenwart 5,5 Milliarden Menschen, was etwa der jetzigen Erdbevölkerung entspricht. Eigentlich müsste es auf der Erde viel mehr Menschen geben, denn die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie beträgt heute weltweit gerechnet 3,5. So kann sich eine Bevölkerung von 5,5 Milliarden in nur 1490 Jahren ergeben. Die Vertreter der Entwicklungstheorie meinen, die ersten Menschen, die Homo sapiens sapiens, hätten vor 40.000 Jahren gelebt. Nimmt man an, dass die durchschnittliche Kinderzahl 2,04 gewesen ist, dann müsste die heutige Erdbevölkerung auf 430 Milliarden angewachsen sein. Auch wenn die Menschheit einige Male fast ausgestorben wäre, müssten mindestens Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Spuren von Gräbern gefunden werden, die aus dieser Zeit stammen. Weil das nicht der Fall ist, kann es vor 40.000 Jahren kaum Menschen gegeben haben. Die Astronomen sprechen von Lichtjahren, wenn sie die Distanz zu weit entfernten Sternen beschreiben. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ein Jahr hat etwa 31,5 Millionen Sekunden, also ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, etwa 9.460 Milliarden Kilometer. Die Astronomen sprechen jedoch nicht nur von Lichtjahren, sondern sogar von Milliarden Lichtjahren. Wenn man von Milliarden Lichtjahren spricht, so heißt das auch, dass man annimmt, das Universum existiere schon seit Milliarden Jahren. Das ist jedoch nicht zwingend. Denn ein intelligenter Schöpfer, den die Bibel Gott nennt,
konnte das Universum so geschaffen haben, dass es uns alt erscheint, in Wirklichkeit aber gar nicht so alt ist. Als er Adam und Eva schuf, schienen die beiden vielleicht 30 Jahre alt zu sein, obwohl sie Gott eben erst geschaffen hatte. Adam war sofort in der Lage, mit Gott zu sprechen und alle geschaffenen Tiere zu benennen. Es wird manches Mal argumentiert, dass Gott uns mit diesem scheinbaren Alter des Universums etwas vormache. Das könne doch nicht sein. Aber in der Schöpfungsgeschichte der Bibel heißt es, dass Gott die Sonne, den Mond und die Sterne schuf. Also war alles fertig. Nichts musste sich zuerst entwickeln oder wachsen. Professor Werner Gitt schreibt sehr treffend: Am ersten Schöpfungstag schuf Gott das noch gestirnlose Universum und allein die Erde darin. Erst am vierten Schöpfungstag, bis dahin gab es schon Pflanzen auf der Erde, kamen dann die anderen Gestirne hinzu. Bis auf den Unterschied von 3 Tagen sind damit alle Gestirne des Universums gleich alt. Die Erde ist älter als das Universum und nicht umgekehrt. Ein Modell zeigt, wie man sich das Universum im Raum-Zeitbereich vorstellen kann. Die vorderste Spitze der Figur stellt die Erde zum jetzigen Zeitpunkt dar. Alle Sterne, die sich außerhalb der Erde befinden, liegen heute auf den von der Spitze weggehenden Geraden. Ihre Distanz kann ohne weiteres mehr als 6000 Lichtjahre betragen. Der schraffierte Teil enthält den Bereich, der keiner biblischen Wirklichkeit entspricht, weil er vor dem Schöpfungszeitpunkt liegt. Schon zur Zeit der Schöpfung waren die Sterne auf der Erde sichtbar, obwohl Gott sie gerade geschaffen hatte. Gott schuf gleichzeitig Raum, Zeit, Materie und die Naturgesetze. Alles ist ihm voll unterordnet. Nach seinem Befehl sind sie von einem bestimmten Zeitpunkt an voll in Kraft. Gott kann sie jederzeit vorübergehend auch außer Kraft setzen. Und was sagt die Bibel? Es gibt Leute, die glauben, die Bibel habe ein Weltbild, das unserer heutigen Erkenntnis völlig widerspreche. Wir meinen aber, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn die Bibel ist die zuverlässigste Quelle für intellektuelle, moralische und geistliche Dinge. Nun, welches Weltbild hat denn die Bibel eigentlich? Erstens, die Schöpfung in 6 Tagen. Die Erde wurde nicht aus sich selbst geschaffen, sondern von einem sehr intelligenten Wesen, Gott genannt. Die Erde ist in 6 24-Stunden-Tagen geschaffen worden. Die Bibel berichtet, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, das Meer und alles, was in ihnen ist. Aber am 7. Tag hat er geruht. Im selben Abschnitt, mit gleichen Worten, sagt Gott dem Menschen: 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten, aber der 7. Tag ist ein Feiertag zu Ehren des Herrn. Gemäß Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 23 ist Gott in der Schöpfung erkennbar. Jesus bestätigt in Markus 10, Vers 6, dass der Mensch vom Anfang der Schöpfung an da war. Schöpfung und Nichtentwicklung wird in der Bibel an mindestens 51 verschiedenen Stellen ausdrücklich bestätigt. Zweitens, die Erde ist rund. In Jesaja Kapitel 40, Vers 22 steht: Er, nämlich Gott, ist es, der da thront über dem Rund der Erde, während ihre Bewohner winzig wie Heuschrecken sind. Die Erde hängt am Nichts. Hiob 26, Vers 7. Er spannt den Norden der Erde über der Leere aus, hängt die Erde am Nichts auf. Das heißt, er lässt sie im Raum frei schweben. Zur selben Zeit ist es Tag und Nacht auf der Erde. Lukas Kapitel 17, Vers 31 und 34. Wer an diesem Tage auf dem Felde ist, kehre nicht zurück. In der betreffenden Nacht werden 2 auf einem Lager liegen, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen werden. 2 Frauen werden an derselben Handmühle mahlen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen werden. Drittens, die Sintflut.
In 1. Mose Kapitel 7, Vers 11 bis 12 steht geschrieben: Es war im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tage des zweiten Monats, an diesem Tage brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und der Regen strömte 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde. Vers 24. Das Wasser aber stieg unaufhörlich über der Erde 150 Tage lang. Die weltweite Katastrophe der Flut war auch die Ursache zur Bildung der mächtigen Gesteinsschichten, in denen Fossilien, Kohle und Erdöl enthalten sind. Es brauchte nicht Millionen Jahre dazu. Viertens, die Kontinentalverschiebung. Die Kontinentalverschiebung wird in 1. Mose Kapitel 10, Vers 25 angedeutet. Dem Eber aber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, weil sich die Erde zu seiner Zeit teilte. Und sein Bruder hieß Joktan. Das war gemäß 1. Mose Kapitel 11, Vers 10, 101 Jahre nach der Flut. Die Teilung der Kontinente verlief so schnell, dass man sie beobachtet hat. Fünftens, Dinosaurier und die Menschen. Dinosaurier haben zur selben Zeit wie die Menschen gelebt. In Hiob Kapitel 40, Vers 15 bis 18 steht: Der Behemoth hat einen Schwanz wie eine Zeder. Das kann nur ein großer Saurier gewesen sein. Die Bibel berichtet von Drachen oder den Sauriern im Wasser, sogar von fliegenden Drachen, was dem Flugsaurier entspricht. Sechstens, die Unterordnung der Naturgesetze. Die Naturgesetze sind Gott noch immer völlig untergeordnet, weil er sie geschaffen hat. Er kann sie daher auch jederzeit vorübergehend außer Kraft setzen. Als Josua eine entscheidende Schlacht führte und sich der Tag neigte, sprach er: Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal von Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen. Als Petrus mit Jesus auf dem Wasser ging, war ebenfalls ein Naturgesetz vorübergehend außer Kraft. Dass Dinge, die schwerer sind als Wasser, auf dem Wasser schwimmen können, sehen wir ebenso bei Elisa, als eine Axt ins Wasser gefallen war und er sie zum Schwimmen brachte. Die Bibel bestätigt mehrfach, dass sich die Naturgesetze völlig in der Hand Gottes befinden. Siebtens, die Entropie. In Hebräer 1, 10 bis 11 steht: Du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst, und sie werden alle veralten wie ein Gewand. Genau das beobachten wir auf der Erde und im Universum. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Trotzdem enthält sie genaue und wahrhaftige Daten. In diesem Buch wird das Thema Schöpfung viel ausführlicher beschrieben als im Videofilm. Es enthält auch weitere Referenzen, welche Sie weiterführen können. Das Buch ist im Buchhandel, beim Schwengeler Verlag oder bei uns erhältlich. Nebst diesem Video von Hans-Rüdi Stutz möchten wir Ihnen noch ein weiteres empfehlen. Die spektakulärste Entdeckung von Molekularbiologen, nämlich die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, führen dazu, dass man die größte Intelligenz erkennen kann, Gott, den Schöpfer. Melden Sie sich auch, wenn Sie das Buch der Bücher haben möchten.